Guten Morgen! Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Impfen von Kindern auseinandersetzen. Ein kontroverses Thema, wie selten solche kontroversen Themen gibt. Ich hatte selber diese Entscheidung zusammen mit meiner damaligen Freundin für mein Kind zu treffen und wir haben ja selektiv entschieden. Und genau das ist auch ja die Herangehensweise, die ich euch heute vorstellen möchte. Erst einmal möchte ich einen großen Überblick schaffen für das Pro und Contra bezüglich der Impfung und dass ihr ausgehend davon ja, und meiner Einschätzung dann für euch selber entscheiden könnt, ob ihr euer Kind impft oder nicht. Was für die Impfung spricht, ist der Aufbau von Antikörpern gegen die entsprechenden Krankheiten. Da bei einer Impfung die Erreger einer Krankheit, also entweder Bakterien oder Viren, ja, in sehr geringem Maße in den Körper gebracht werden, sodass der Körper dann quasi, wenn er gesund ist, ne, Antikörper entwickelt und entsprechend auch leichtes Spiel hat aufgrund der niedrigen Dosis. Allerdings ist das entgegen der Impfbefürworter keine Garantie, dass der Körper, wenn er mit der geimpften Krankheit in Berührung kommt, diese auch nicht bekommt. Aber es besteht, und das ist das, wo viele nicht differenzieren, ein signifikant höherer Schutz. Der zweite große immer wieder erwähnte Vorteil ist, dass dadurch Krankheiten, die mit der Impfung gut bekämpft werden können, so gut wie ausgerottet werden. Die Belege dafür sind allerdings auch nicht eindeutig. Ne? Weitere Vorteile, ja, die sich finden lassen, beruhen eigentlich auf nur auf einen dieser beiden Grundvorteile. Und die will ich auch nicht einfach aufzählen, nur um euch ganz viele Vorteile aufzuzählen, sondern ich möchte versuchen, das möglichst eng zu halten. Eine Sache ist auf jeden Fall Gegenimpfung, erstmal das, dass natürlich das Kind Krankheitserregern ausgesetzt ist und dass das eine Belastung des Immunsystems bedeutet. Ist zwar wissenschaftlich gesehen relativ gering, aber es ist eine Belastung. Und je jünger das Kind und je unausgereifter das Immunsystem ist, so größer ist die Belastung. Man spricht davon, dass man in den ersten 6 Jahren oder dass man erst nach den ersten 6 Jahren wirklich ein relativ stabiles Immunsystem hat. Und ja, und dann kommt ein Wort in die Diskussion, das alles dann wirklich total vernebelt und was alles undurchsichtig macht. Und das ist der Impfschaden. Der Impfschaden ist eine Beeinträchtigung der Gesundheit des geimpften Kindes durch die Impfung. Aber wo beginnt der Impfschaden und wo hört er auf? Empirische Untersuchungen dazu stehen und fallen mit der Annahme, was ein Schaden überhaupt ist. Denn es ist durchaus gebräuchlich, dass die einhergehende Rötung, welches lediglich die normale Körperreaktion auf die Impfung darstellt und damit gewollt ist, als Impfschaden behandelt wird und in die entsprechende Studie mit inkludiert wird. Weiterhin kann man realistischerweise auch überhaupt nichts über die Langzeitfolgen eines solchen Erregers im Kind aussagen. Auch dass ganz oft Allergene im Impfstoff enthalten sind, die ebenfalls langfristige Auswirkungen haben können, sprich tendenziell dann auch gegen eine Impfung. Also realistisch betrachtet und das Weglassen der Pros und der Kontras, die man künstlich hinzufügt, kann man für die Entscheidung kann man einfach das recht einfach runterbrechen, sage ich mal. Und zwar nämlich auf die Frage, ob man dem Kind zutraut oder es sogar als besser erachtet, schon früh mit kurzfristig überschaubaren Gefahren der großen Welt sie zu konfrontieren oder ob das Kind dann den Gefahren ausgesetzt werden sollte, wenn es das Schicksal vorsieht. Dann allerdings mit weniger Schutz. Und dieser Fakt, dass die Antikörper zwar keine Immunität, aber eine Schutzfunktion haben, das ist in wissenschaftlichen Kreisen unbestritten und auch Grundlage der Medizin, welche wir aktuell folgen. Das bedeutet, auch geimpfte Kinder können die Krankheit, gegen die sie geimpft sind, bekommen. Und dann hört bei vielen die Argumentation auf und sagen, ja, der ist geimpft und bekommt die Krankheit trotzdem. Bumm. Ja? Differenzierung. Aber die Belastung des Körpers in diesem Kind, die ist nicht so groß, wenn schon Antikörper gebildet sind. Da ist das Argument, was von Impfgegnern oft ins Feld geführt wird, eben dieses geimpfte Kinder werden auch krank. Das ist nicht wirklich relevant, weil es geht darum, wie krank. Man müsste quasi dasselbe Kind einmal mit Impfung und einmal ohne Impfung demselben Erreger aussetzen und dann vergleichen. Und dann würde man feststellen, bzw. ist das der aktuelle wissenschaftliche Kontext, dass beide durchaus krank werden können, aber dass das Kind, was geimpft ist, die Krankheit besser verarbeiten kann. Aufgrund der Antikörper. Ja, das macht die ganze Diskussion auch so schwierig, weil es ist nötig zu differenzieren. Es gibt keine gesicherte und unabhängig sichere Quelle des Wissens, wo eine Sache oder gesagt wird, Impfung ist gut oder Impfung ist schlecht. Ne?
Denn die Pharmaindustrie ist natürlich sehr an einer hohen Impffreudigkeit interessiert, gleichzeitig auch finanziell vieler Studien. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Grundlage, also das Impfen selber, nur aus Profitgier entstanden ist. Argument Impfgegner. Ne? Ihr werdet jetzt im Internet viele emotionale Diskussionen finden bezüglich des Pros und auch des Kontras. Mit vielen auch Vermutungen, viel Halbwissen, viel verschwörungstheoretischen Ansätzen, zumindest auf der einen Seite. Ja, aber auch viel gesellschaftlich konditioniertes auf der anderen Seite und unreflektiertes Gedankengut. Ne? Das ist, im Endeffekt ist das alles, was ihr im Internet findet, bedeutungslos. Es gibt kein gesichertes Wissen. Ich habe wirklich recherchiert und geschaut, ob es irgendwo dann doch man auf irgendwas runterbrechen kann. Nein, es gibt kein gesichertes Wissen. Und alle Argumente sind ja, bloße willkürliche Herleitung oder Zusammenhänge ohne Realitätsbezug. Einfach wo man sich sozusagen einen Handlungsstrang gebaut hat, was aber keinen Bezug zur Realität hat. Das ist das einzige Wissen, worüber man wirklich sagen kann und was ich euch heute hier präsentieren kann, dass man hier unabhängig, ohne emotionale oder finanzielle Involvierung einen Konsens findet. Wir wissen, dass wir nichts wissen, was das angeht. Wie gesagt, es gibt ein paar Sachen wie die Antikörperbildung, dass das sozusagen Krankheiten, also die Konfrontation mit Krankheiten erleichtert. Ne? Aber man weiß auch nicht, was die Gefahren sind auf der anderen Seite. Ich selber habe mich damals für die ersten 3 Impfungen im Internet belesen, also meines Kindes, zusammen mit der Mama halt diskutiert, was möglich ist. Und damals habe ich angenommen, dass es für die verschiedenen Impfungen verschiedene Erfolgsgrade gibt. Also dass ich rausfinden konnte, okay, die Impfung ist sinnvoll oder die Impfung ist nicht sinnvoll. Und die Grundlage des Wissens wurde durch Studien belegt und habe ich einfach so angenommen. Aber die Studien, die ich mir damals angelesen habe, ich habe ja quasi 1-2 Studien gelesen, die kann man nicht wirklich ernst nehmen, da laut Ärzteblatt 95% der Studien, die auf Impfstoffe fokussiert sind, fremdfinanziert sind. Also das kann ich quasi heute mit Stand jetzt, wo ich mich nochmal über Impfungen informiert habe, obwohl das Thema quasi eigentlich vorbei ist, kann ich das Wissen verwerfen. Also die Grundlage, diese Studiengrundlage ist eine ganz schwere, wenn man nicht genau weiß, wie sie finanziert sind. Also generell würde ich sagen, aus dem Menschenverstand her, umso länger ein Impfstoff auf dem Markt ist, umso höher auch dessen Reputation ist, umso eher würde ich dazu neigen, die Impfung durchführen zu lassen. Was allerdings nicht beinhaltet, dass dieser Erreger eben nicht Langzeitwirkungen haben kann, die man quasi dann im Laufe des Lebens anderen Krankheiten zuordnet. Das ist ein Risiko. Ne? Aber ist auch nicht so, dass die Impfung das gesichert ist, dass Langzeitwirkung ist, ist die Chance da. Ne? Das ist eine Abwägung. Allerdings hat man diese Wirkung ja auch, wenn man die Krankheit dann tatsächlich bekommt. Ne? Also dieser Erreger, den man spritzt, deswegen Masern oder was auch immer, wenn man die Krankheit genauso bekommt, hat man dieselben Langzeitwirkungen. Und es gibt kaum Kinder, die keine Kinderkrankheit haben. Ne? Ja, da sind wir dann im Endeffekt bei dem Nichtwissen. Das Problem mit dem Grundgefühl, worauf man hören könnte, also dieses Bauchgefühl, ist, dass man nicht weiß, ob dieses Grundgefühl ein konditioniertes Grundgefühl ist oder ein richtiges Grundgefühl ist, also Intuition. Die wenigsten können da wirklich unterscheiden, weil sie noch nie eine Analyse ihrer Gefühle ausgehend ihrer Vergangenheit durchgeführt haben. Was aber Grundlage dafür ist, Konditionierung zu erkennen, weil das Gefühl, Konditionierung und Intuition ist fast identisch. Das bedeutet letztlich wird bei den meisten einfach bei den meisten Menschen wird einfach quasi indirekt das Umfeld entschieden haben, ob geimpft wurde oder ob nicht geimpft wurde. Egal ob ihr denkt, dass ihr selber die Entscheidung getroffen habt. Und könnt aber wieder auch nicht wissen. Also auch wieder nicht wissen. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass man sich überlegt, wogegen man sich impfen lässt und nicht sich in irgendwelchen Untersuchungen gleich zwangsweise irgendwelche Impfpakete aufschwatzen lässt. Also dass man wirklich individuell nachschaut, wogegen lasse ich mich impfen. Ja? Wenn das Kind ständig am Hautaufreißen ist, weil es so ungeschickt ist, dass man dass es quasi ständig hinfällt und alles immer sich aufreißt, dann ist sicherlich eine Impfung gegen Wundstarrkrampf
sinnvoller, als wenn man ein ruhiges Kind hat, was den halben Tag auf der Bank sitzt und in die Sonne lächelt. Ne? Da, das ist klar. Und so könnte man eine Abwägung treffen. Aber das sind eben alles nur Tendenzen. Und das sind alles nur Abwägungen. Das ist kein Wissen. Es gibt diesbezüglich kein Wissen. Und es ist schon auch bezeichnend zu sehen, wie da eben die Menschen auch komplett überfordert sind. Also wenn sie keine klaren Richtlinien haben. Da, und das ist auch der Grund, es gibt keine klaren Richtlinien. Das ist Fakt. Es gibt keine klaren Richtlinien bei der Impfung. Das muss man einfach so attestieren. Und da schaffen sich viele Menschen ihre eigene Realität, die ihnen dann Orientierung bietet, weil sie eben nicht in diesen Grauzonen denken können. Das ist ja ganz, ganz deutlich zu sehen, gerade beim Thema auch Veganismus. Ne? Diese Grauzonen, oder Rohkost oder irgendwelche Ernährungsgewohnheiten, die Grauzonen, das ist das Entscheidende. Und da in den Grauzonen, in diesem Grau, in diesem bösen Grau, findet sich meist die goldene Mitte. Ne? Und das ist das Entscheidende, aber das können viele Menschen nicht. Aber da kann ich zumindest, was das angeht, mal eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr eben solchen Menschen begegnet, die menschenübergreifende, ausschließliche Empfehlungen abgeben zu Pro-Impfung oder Kontra-Impfung, also wenn Menschen zu euch sagen, ihr müsst euch unbedingt impfen lassen, oder Menschen sagen, ihr dürft euch nicht impfen lassen, dann sind diese Menschen schlechte Ratgeber. Dass sie eben, ja, dass es eben kein gesichertes Wissen gibt und damit allgemein anerkannt, aber sie es darstellen, als wüssten sie es. Und das ist kein guter Ratgeber. Ne? Man kann die eigenen Erfahrungen teilen, aber wenn sie euch bestimmt sagen, ihr dürft euch nicht impfen lassen oder ihr müsst euch unbedingt impfen lassen, gar nicht verwerten. Weiterhin, wenn ihr euer Kind gesund ernährt und eine gesunde Lebensweise vorlebt, dann hat das Kind die maximalen Chancen, eine Krankheit gut gegenüberzustehen, mit oder ohne Impfung. Und das ist eine Sache, worauf ihr euch viel mehr fokussieren wollt, weil da habt ihr das Wissen und da könnt ihr tun, was möglich ist, also das maximale Mögliche zu tun. Wenn ihr eure Energie verschwendet, darüber nachzudenken, impfen oder nicht impfen, da könnt ihr nichts tun, weil ihr kommt nicht irgendwo an. Ne? Alles was ihr tun könnt in dem Kontext ist, Konditionierung zu erkennen, Konditionieren abzubauen durch Analyse eurer Vergangenheit und dann eure Intuition zu befragen und der Intuition. Die Zeit könnt ihr aufwenden. Aber rein wenn ihr euch informiert, kommt ihr nicht, zumindest nicht zu gesichertem Wissen. Ihr kommt zu vielen Webseiten mit Pro und mit Contra, aber nicht zu gesichertem Wissen. Also zusammenfassend kann man sagen, die mental sichere Alternative ist, das Kind nicht impfen zu lassen. Da so das Leben des Kindes einen etwas natürlicheren Verlauf nimmt. Was allerdings nicht immer der lebensmaximierende Ansatz ist. Aber so müssen sich gerade ängstliche Menschen nicht ständig fragen, ob die aktuelle Krankheit was mit der Impfung zu tun gehabt hatte, die man damals hat machen lassen. Ne? Das ist übrigens ein klassischer Fall von der zweiten Ebene des Leids. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, sogar zwei Videos, findet ihr oben in den Infokarten. Wenn man allerdings alles etwas lockerer sieht und den Errungenschaften der Menschen durchaus eine gewisse Positivität zugesteht, dann wird wohl das selektive Impfen gegen sinnvoll erachtete, das bedeutet, dass das Kind einer potenziellen Gefahr auch tatsächlich ausgesetzt ist, da wird das Impfen dieser Krankheiten wohl mehr Sinn machen. Aber es gibt auch eine Krankheit, wo das Impfen mit großer Sicherheit meiner Meinung nach nicht gut ist. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, das ist die Grippe. Da die Grippeimpfung nie alle Erreger, die es gibt, quasi diese Grippeviren beinhaltet und man auch gar nicht weiß, welche Erreger dieses Jahr eben die Epidemien anführen. Und entsprechend ja, kommen über 500 Grippeviren in Frage und man nimmt da 20 bis 30 Viren raus, oder ja, die sozusagen die Grippe auslösen können, und hofft dann quasi, dass das genau die sind, die dann die Grippe auslösen. Und da ist für mich die Abwägung einfach zu klar, also zu deutlich, dass das, weil wie gesagt, zum einen heißt das nicht, wenn man Grippe geimpft ist, dass man sie nicht bekommt, sondern nur abgeschwächt wird. Und zum anderen ist es halt so, dass 20, 30 aus 500 klingt für mich so, dass ich mich lieber nicht impfen lassen würde. Also meine Empfehlung für Grippe ist die einzige Impfung, wo ich wirklich sage, nicht impfen lassen. Und gerade für Kinder, Kranke oder Ältere kann ja die Grippeimpfung an sich selber schon auch eine Gefahr darstellen. Da wir festgestellt haben, dass jede Impfung quasi das Erleben dieser Krankheit in Miniaturausführung ist. Ne? Weiterhin ist noch anzumerken, dass es auch gerade bei Männern oft die Einstellung gibt, was einen nicht umbringt, das macht einen stärker. Diese Einstellung spricht natürlich wieder für das Impfen, wenn man das Gefühl hat, dass jede besiegte Krankheit einen auf gewisse Weise abhärtet. Und so eine Impfung ist ja
Eine besiegt die Krankheit. Ja, und letztlich war auch dieses Grundgefühl, was von mir ausgeht, gepaart mit den nun leider als wahrscheinlich manipuliert zu bezeichneten Studien, der Grund dafür, dass wir eben ein paar Impfungen gemacht haben und auch durchführen, also durchgeführt haben. Eben für mich persönlich ist ja, dass diese ganze Entscheidung der Impfung oder Nichtimpfung wirklich eine reine Abwägungssache und ist wirklich auch ein Mittelweg. Und leider bleibt diese Art des Vorgehens euch meiner Meinung nach auch nicht erspart. Ich wünsche natürlich, ich könnte euch irgendwo eine Tendenz geben, aber es ist halt einfach zu individuell von eurem Charakter und auch von dem Charakter des Kindes abhängig und wo das Kind aufwächst und die Lebensumstände. Weil man muss immer schauen, gegen was wird geimpft, wie kommt er zu diesen Krankheiten. Ne? Und noch was, nur wenn ihr als Eltern zufrieden mit eurer Entscheidung seid und eurem Leben, so sind das dann die Kinder auch. Wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr immer hadert mit eurer Entscheidung und nicht dazu steht, dann überträgt sich das auf das Kind und dann wird das Kind auch unsicher und anfälliger für Krankheiten. Als letztes möchte ich noch anmerken, dass ich gar nicht mal glaube, dass diese Entscheidung, Impfung oder Nichtimpfung, so wichtig ist. Da das Kind in seinem Leben so vielen Viren und Bakterien ausgesetzt ist, dass es genug Möglichkeiten hat, zum einen Resistenzen auszubilden, dass es also gar nicht geimpft werden müsste, aber auch sich so oder so Krankheiten stellen muss. Ja? Also dass dann Impfung ja Sinn macht. Also es ist einfach, ich würde mich mit dem Thema an eurer Stelle nicht zu sehr belasten, sondern eine abwägende Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen treffen und damit dann auch wirklich zufrieden sein. Es gilt im Endeffekt für jede eure Lebensentscheidung. Ihr könnt euch im Endeffekt wirklich nie sicher sein, das Beste, das objektiv Beste zu machen. Ihr könnt immer nur sicher sein, das Beste nach eurem Wissen getan zu haben. Und das ist doch das Entscheidende. Ne? Und dafür müssen wir natürlich versuchen, einen hohen Grad an Bewusstheit zu erreichen. Also einerseits Informationen zu sammeln von Quellen, die quasi nicht klar sind, dass sie pro oder kontra orientiert sind, sondern die wirklich versuchen, auch einen Konsens zu finden. Das ist das Erste. Und zum anderen, wenn ihr eine intuitive Entscheidung machen wollt, das heißt, ich habe ein Bauchgefühl für oder gegen Impfung, dann solltet ihr eure Intuition genau mit mittels der Bewusstheit ja, identifizieren und zwar abgrenzen von der Konditioniertheit. Und die Konditioniertheit, wie gesagt, Analyse der Vergangenheit, schauen, wie ist man aufgewachsen war, was waren die Einflussfaktoren, wie man aufgewachsen ist und was sind die Werte, die man hat, was waren die Werte der Menschen, mit denen man viel Kontakt hatte. Und da kann man die, das ist aber auch nur eine Wahrscheinlichkeit, da kann man die Wahrscheinlichkeit einer Konditionierung bestimmen. Und das ist natürlich dann, dass man dieses Grundgefühl, was ausgehend von einer Konditionierung ist, dass man das ein bisschen sozusagen abdiskontiert und seine Intuition dann sozusagen reevaluiert und nochmal schaut, ob das dann auch wirklich Intuition ist. Ja, also Bewusstheit, Sinn meines Kanals. Es geht nicht darum, für was ihr euch entscheidet in dem Leben, jetzt bei der Impfung, sondern es geht darum, wie ihr euch entscheidet. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, gutes Schlusswort. Schlusswort. Wir haben ganz viel geredet und dennoch kann ich euch nicht sagen, impft eure Kinder oder impft eure Kinder nicht. Das kann ich euch jetzt hier nicht sagen. Das ist eure Entscheidung. Ich habe meine Meinung dazu euch jetzt hier dargestellt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.